Tödliches Terrain. Eine akustische Erzählung für die Zukunft des Erinnerns. Intro. Das Buch, das einem Gemälde in Bewegung ähnlich ist, entfaltet sich nur durch aufeinanderfolgende Fragmente. Jacques Derrida. Der Text der drei jungen Frauen. Stell dir vor, du wirst gefragt, wo du wirklich herkommst. Stell dir vor, stell dir vor, stell dir vor. Während du Gottesdienst mit deinen Mitmenschen feierst, schießt jemand mehrmals in die Tür. Du betest. Und die Tür hält stand. Du wirst am Flughafen immer kontrolliert, obwohl du einen deutschen Pass hast. Du wirst grundlos verhaftet. Du verteilst Flugblätter und wirst deswegen zum Tode verurteilt. Du musst dein Zuhause verlassen, weil du dich nicht mehr sicher fühlst. Du schreibst ein Gedicht und es wird verboten. Du schreibst ein Buch und es wird verbrannt. Dein Arbeitstag hat 14 Stunden. Du bist nur noch eine Nummer. In deiner Haut gebrannt. Dein Pass wird dir weggenommen. Du darfst wegen deines Nachnamens deinen Beruf nicht mehr ausüben. Stell dir vor. Du wirst zwangssterilisiert. Kurze dramaturgische Notiz. Wir schreiben für die Toten und für niemanden sonst. Jean Genet. Widerständige Lebensläufe mit Zwischenaufenthalt oder Endstation Oranienburg-Sachsenhausen. Alfred Braun, Rückblende. Alfred Johann August Braun kam am 3. Mai 1888 zur Welt. Er wuchs in einer evangelischen Arbeiterfamilie in Berlin nahe dem Alexanderplatz auf. Bereits mit 17 Jahren stand Alfred Braun zum ersten Mal als fest engagierter Schauspieler auf der Bühne. Anfang 1913 wurde Alfred Braun Obmannstellvertreter des Ortsverbands Schillertheater und außerdem als Delegierter der Vertreterversammlung der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehörigen gewählt. Ab 1919 wandte sich Braun vermehrt dem aufstrebenden Medium Film zu und wirkte in mehreren Produktionen mit. Doch es war ein anderes Medium, das Braun ab 1924 voll und ganz in Anspruch nahm und ihm zu unverhofftem Ruhm verhalf. Der Rundfunk. Aus den Aufzeichnungen von Saskia Benta-Ortega. Liebe Eltern, ich habe hier Verpflegung und Unterkunft. Sorgt euch nicht. Dieser Brief ist ein Ausstellungsexponat. Eigentlich müsste ich in den Bus steigen und wieder nach Hause fahren. Einen Tag lang schlafen. Dann wieder zurück zur Gedenkstätte, um einen Brief oder eine Großbildaufnahme des Gesichts von Oskar, Karl oder Aviv anzuschauen. Und dann wieder schlafen zu gehen. Einfach durchschlafen. Von ihnen träumen. Jedem kleinen Beweisstück eines menschlichen Lebens Gewicht und Zeit geben.
aus dem Journal von Marlene Grau. Respekt vor Gedenkstätten. Furchtbare Orte. Kalt, steril, weitläufig. Zu sehen? Zeugnisse der Grausamkeit. Einer nicht in Worte zu fassenden Unmenschlichkeit, die an diesen Orten fast greifbar wird. Auf Massen ausgerichtete Tötungsmaschinerie. Diese Orte haben etwas Unerbittliches, etwas Erbarmungsloses. Das ist die Geometrie des totalen Terrors. Turm A, Eingang zum Konzentrationslager. Dieselbe Architektur wie der Überwachungsturm am Eingang zum Konzentrationslager Buchenwald. Überall diese widerlich höhnischen, schmiedeeisernen Sprüche. Man hört nur den unerbittlich wehenden Wind. Es ist finster. Kaum Licht fällt in die Baracken. Dorthin, wo die Toilettenschüsseln in Reih und Glied stehen, weiß gefließte Bodenbecken und eine grüne, runde Waschschüssel. Ein paar Pritschen für 250 Personen. Feine, dichte Staubschichten bedecken die Umrisse der ehemaligen Gaskammer und die Überreste der Verbrennungsöfen. Es ist ein Kampf. Ein Kampf mit mir selbst. Eine Pflicht des Nichtvergessens und des Weitertragens. Ein Verantwortungsgefühl. Angst. Schuldgefühl. Warum? 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 Widerständige Lebensläufe mit Zwischenaufenthalt oder Endstation Oranienburg-Sachsenhausen. Lothar Erdmann. In Amsterdam lernte Lothar Erdmann den Vorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, ADGB, Theodor Leipart kennen. Dieser holte ihn 1924 nach Berlin, wo er Chefredakteur der neuen gewerkschaftstheoretischen Zeitung Die Arbeit wurde. Als politisches Ziel verfolgte Lothar Erdmann die Versöhnung der Arbeiterbewegung mit einem deutschen Patriotismus. Erdmann war Vertreter des ADGB in der Leitung der sozialdemokratischen Kampforganisation Reichsbanner. Einige der wehrwirtschaftlich relevanten Betriebe bzw. Konzerntöchter der deutschen Industrie befanden sich in Berlin oder im Umland. Viele nicht sehr weit entfernt vom Konzentrationslager Sachsenhausen. An diesen Fabrikationsorten wurden ab 1942 sogenannte Außenlager errichtet. Liste, nur eine kurze Auswahl: Berlin-Hallensee, D-Mark, Berlin-Reinickendorf, Argus-Werke, Berlin-Siemensstadt, Siemens-Schuckertwerke, Berlin-Tegel, Borsig-Werke, Genshagen, KZ-Außenlager Daimler-Benz Genshagen, Hennigsdorf AEG, Königswusterhausen, KZ-Außenlager Königswusterhausen Krupp, Oranienburg Heinkelwerke. Stolperstein. Hier wohnte Moritz Stern, Jahrgang 1877, deportiert 1943.
ermordet in Auschwitz. Moritz Stern, 5.5.2020. Ihre Namen mögen nie vergessen werden. Sein Name klingt mittlerweile wie der eines Bekannten. So oft habe ich ihn in letzter Zeit in eine Suchmaschine eingegeben. So oft habe ich mit Freunden und Familienmitgliedern über ihn gesprochen. Ich habe ausgerechnet, dass er 66 Jahre alt war, als er deportiert wurde. Im Berliner Gedenkbuch der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus werde ich fündig. Moritz Stern wurde im Jahr 1877 in Hanau, Deutsches Reich, geboren. Während des Zweiten Weltkriegs lebte er in Berlin, Deutsches Reich, und wurde mit dem Transport 31 am 1.3.1943 von dort nach Auschwitz-Birkenau, Vernichtungslager Polen, deportiert. Status nach Angabe der Quelle: verschollen. Wer warst du, Moritz? Es sprachen Naomi Achternbusch, Alfred Behrens, Matthias Gärtner, Anna-Barbara Kurek, Anne-Sophie Schietzold, Elina Skolnick, Josephine Schumann. Autoren: Alfred Behrens, Naomi Achternbusch, Saskia Benta-Ortega, Marlene Grau, Jessica Hölzel. Textzitate: Alfred Braun und Lothar Erdmann, Metropolverlag. Originalkomposition: Die Geometrie des Terrors, Felix Römer. Ton und Technik: Janne von Busse. Realisation: Alfred Behrens, Janne von Busse, Felix Römer. Konzeptionelle Mitarbeit, Recherchen und Koordination: Fee Altmann, Institut für Künstlerische Forschung, und Katja Pratschke. Starthilfe: Stella Donata Haag. Ausführender Produzent: A&B Pictures, Alfred Behrens Filmproduktion. Im Auftrag der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Für alle Zitate gilt das Urheberrecht Wissenschaft, in Kraft seit dem 1. März 2018.